Viele toxische Verbindungen schmecken für uns bitter. Ein bitterer Geschmack ist ein Signal für unbekömmlich. Für unsere Vorfahren war der Geschmack der Nahrung die letzte Kontrollmöglichkeit. Nach dem Runterschlucken konnte es zu spät sein. Die Wahrnehmung von Giften in der Nahrung war lebenswichtig und bitter ein deutliches Signal dafür. Bitter ist ein Geschmack für Erwachsene. Neugeborene und Kinder reagieren abweisend auf bittere Lebensmittel. Eine Vorliebe für Bitteres ist jedoch erlernbar. Mit Gewöhnung werden auch bitterschmeckende Dinge als genussvoll erlebt und zu einer Belohnung. Bekannte Beispiele sind Kaffee oder Bier. Ebenfalls bitter schmecken Endivie, Chicorée, Wermut, Artischocken oder Löwenzahn. Die Bedeutung von bitter ist nicht immer eindeutig. Nicht alle Giftstoffe schmecken bitter und umgekehrt sind nicht alle bitteren Moleküle auch toxisch. Verschiedene Bitterstoffe wirken sich positiv auf die Gesundheit aus und es gibt Hinweise, dass eine gesunde Ernährung mehr bitterschmeckende Lebensmittel enthält. Es gibt eine Vielzahl bitterschmeckender Substanzen, die chemisch ganz unterschiedlichen Stoffklassen angehören. Aminosäuren, Peptide, Alkaloide, Flavonoide, Terpene, Phenole, Glykoside und weitere. Hier ist lediglich eine kleine Auswahl gezeigt. Naringin ist ein Flavonoid und in gewissen Zitrusfrüchten enthalten. Quinin ist ein Alkaloid und Bestandteil von Tonic Water wie Schweppes, ursprünglich ein Medikament gegen Malaria. Weil aber Tonic Water aufgrund des Quinins bitter schmeckt, entstand die Mischung mit Gin. Als Malariamittel hat Quinin an Bedeutung verloren. Der Gin Tonic als Drink blieb uns erhalten. Quinin fluoresziert blau, wenn es mit UV-Licht angeregt wird. Das Molekül absorbiert UV-Licht, welches für das menschliche Auge unsichtbar ist, und strahlt es als sichtbares blaues Licht wieder ab. Absinthin ist in den Blättern der Wermutpflanze enthalten und schmeckt intensiv bitter. Auszüge von Wermut und weiteren Kräutern bilden die Grundlage des alkoholischen Getränks Absinth. Das Phenol Humulon verleiht dem Hopfen und damit auch dem Bier seinen bitteren Geschmack. Chlorogensäure ist einer der Gründe, wieso schwarzer Kaffee bitter schmeckt. Auch die Aminosäure Phenylalanin schmeckt bitter, sowie gewisse Di- und Tripeptide, in denen auffallend oft Phenylalanin enthalten ist.